So, und hiermit herzlich willkommen in La Spezia. Jetzt ist auch schon Tag Nummer 13 unserer Reise. Gestern war Videopause, weil man sich das sowieso nur ausgeruht habe und gepackt haben und so. Ne? Wir sind ja heute Nacht von Kalabrien nach Ligurien jetzt gefahren. Und jetzt werden wir erstmal La Spezia ein bisschen erkunden. Morgen werden wir dann mit dem Zug an das letzte Dorf der Cinque Terre fahren und die zwei anderen Dörfer dann durch Wanderwege erkunden und dann mal gucken, wie es weitergeht. Und jetzt geht es erstmal ab nach La Spezia rein. Bis gleich. Jetzt haben wir hier auch gleich den ersten schönen Platz entdeckt, mit dem schönen Brunnen. Und hinten dran die Kirche, wo ich gerade gefilmt habe. Und jetzt geht es erstmal weiter Richtung Altstadt. Dann gucken wir, ob wir was Flüssiges kriegen. Und dann melden wir uns wieder. Ja, hier stehen die Orangenbäume mitten an der Straße entlang, ne? Und alle hängen voll. Unglaublich. Das ist halt Italien, ne? Jetzt haben wir auch eine Kleinigkeit gegessen. Jetzt geht es dann weiter auf der Suche nach einer Eisdiele. Und dann werden wir weiter die Stadt erkunden.
das ist jetzt diese City Bridge in La Spezia. So heißt das Ding. Da laufen wir jetzt gerade drüber. Keine Ahnung, wo wir hinlaufen, aber Hauptsache drüber. Bis gleich. So, hier am Hafen ist echt schön. Liegen viele schöne Boote im Wasser. Und hinter mir, ich weiß nicht genau, ob man es sehen kann in der Kamera, liegt auch ein Kreuzfahrtschiff. So, jetzt gibt es erstmal ein kleines Päuschen im Schatten, bevor wir uns dann wieder bei 40 Grad ins Getümmel wagen, aber ja, krass, einfach nur krass. Einem Castello, zu einem Schloss oder einer Schlossruine oder irgendwie was. Das muss man überraschen. Bis gleich. Sind wir hier auch fast unbeabsichtigt in dem Museum gelandet. Aber das scheint echt cool zu sein. Videoaufnahmen zu machen ist anscheinend auch nicht verboten. Deswegen mache ich einfach auch welche.
hier drin ist es deutlich angenehmer als da draußen. So heiß, unglaublich. Heute haben wir einfach Dauerdurst bei über 40 Grad. Alter Schwede. Ja, wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt unsere Zugfahrkarten für morgen geholt. Dann geht es morgen früh ein bisschen schneller. Brauchen wir nicht mehr so viel anstehen. Und ja, dann werden wir morgen irgendwie so um 7 oder 7:30 frühstücken. Und dann kurz vor 9 am Bahnhof sein, in den Zug einsteigen, nach irgendwo hin. Und dann geht's weiter.